Ein Gebäude wie eine Raumstation. Glas und Beton. Moderne Architektur der späten 70er Jahre. Das Planetarium in Wolfsburg, Niedersachsen. Was wenig bekannt ist, der Bau ist ein Werk der DDR. DDR-Arbeiter haben die Kuppel errichtet, Ingenieure aus der DDR die Instrumente eingebaut. All das war Teil eines damals spektakulären deutsch-deutschen Geschäfts, von dem die DDR-Bürger aus dem Westfernsehen erfahren. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. 10.000 Golf L sollen vom nächsten Jahr an die innerdeutsche Grenze überfahren. Ostberlin zahlt nicht bar, sondern im Gegengeschäft mit eigenen Waren. Zu diesen Waren aus der DDR gehören neben Maschinen und Spezialwerkzeug für die Autoproduktion auch das in Wolfsburg gebaute Planetarium. Am 13. Januar 1978 rollt der erste Zug mit den VW Golf über die Grenze Richtung Ostberlin. Einige der neuen Westautos werden kurz darauf im DDR-Autosalon unter den Linden zur Schau gestellt. Das Westfernsehen ist vor Ort. Was finden Sie denn an einem VW so gut? Das war was anderes. Ein anderes Auto. Die hat man ja langsam satt, die Krücken hier. Mhm. Aber bloß eben der Preis, wa? So viel verdienen wir ja noch nicht, wa? Der Verkäufer hat doch vorhin drin gesagt, 35.000 Mark. Das können Sie nicht bringen. Knapp. Der hohe Verkaufspreis für die Import-Golf beschäftigte schon bald auch die DDR-Führung. Der damalige Direktor der DDR-Außenhandelsfirma Transinter, Siegfried Brückner, hier links im Bild, war maßgeblich an dem VW-Geschäft beteiligt. 2016 sagte er der Umschau: Das Problem war, dass Honecker damit konfrontiert wurde. Er sagte, er hatte verkündet, einen Volkswagen auch für die Arbeiter zu liefern. Und nicht nur für die Millionäre der DDR. Ja, und also da wurde er mit Eingaben, die gab es ja damals noch, direkten Eingaben beim Wort genommen. Sagte, wie kann ein einfacher Arbeiter 30.000 Mark aufbringen? Die DDR-Führung sah sich gezwungen, den Preis zu senken. Höchstens 26.000 Ostmark sollte ein neuer Golf jetzt kosten. Das hier ist so ein Import-Golf, gekauft mit DDR-Mark. Jürgen Weigel aus Großenhain in Sachsen hat den Wagen 1978 ergattert und seitdem liebevoll gepflegt. Das war das Auto, das können Sie sich nie vorstellen, gegenüber die DDR-Fahrzeuge. Das war, und dann noch der 1500er. Das war Wahnsinn. Für den VW-Konzern soll die Lieferung der 10.000 Golf allerdings nur der Auftakt für noch größere Geschäfte mit der DDR sein. Doch hier zögert man aus unbekannten Gründen mit einer Nachbestellung. Stattdessen nehmen die DDR-Außenhändler Verhandlungen mit der Konkurrenz auf, mit Japan. Juli 1981. Erich Honecker auf Staatsbesuch in Japan. Am Flughafen von Tokio wird der Gast aus der DDR im Rolls-Royce abgeholt. Bereits einige Wochen vor diesem glanzvollen Empfang hatte eine DDR-Vorausdelegation den Import neuer Pkw aus Japan eingefädelt. In diesem Schreiben meldet Außenhändler Alexander Schalk-Golodkowski den erfolgreichen Vertragsabschluss an die DDR-Führung. Den Kauf von 10.000 Pkw der Type Mazda 323. Einkaufspreis laut Vertrag 7.678 D-Mark pro Wagen. Der Mazda 323 hier in einem Test im Westfernsehen. Die Straßenlage ist gut. Höchstgeschwindigkeit 168 km pro Stunde, 0 bis 100, 11 Sekunden. In Kurven fast neutrales Fahrverhalten. Auch die Zahnstangenlenkung ist angenehm. Rund 25.000 DDR-Mark kostet der Mazda in der DDR. Der Verkauf erfolgt zunächst ausschließlich in Berlin, wo der Wagen auffällt und gelegentlich ins Visier der Polizei gerät. Hier nimmt in der Sendung Prisma eine Zivilstreife die Verfolgung eines Mazdas auf, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Verkehr schlängelt. Blauer Mazda, Ida Heinrich Andon, blauer Mazda, Metallic, Ida Heinrich Andon, wechselt mehrmals die Fahrspur. Bezahlt hatte die DDR auch diesmal nicht mit Devisen, sondern mit Waren und Maschinen.
Wer an so einen Mazda herangekommen war, pflegte ihn penibel. In der Konzernzentrale von Volkswagen beobachtet man die Geschäfte der DDR mit der japanischen Konkurrenz, allerdings mit Argwohn, wie Buchautor Björn Herrmann herausgefunden hat. Das ging auch bis in die höchsten Ebenen. Da bekam dann auch die DDR-Führung bzw. der DDR-Außenhandel sehr deutlich aus der Führungsetage von VW mitgeteilt, dass die Idee, Japaner ins Land zu holen, keine gute Idee wäre und dass an dieser Stelle das Geschäft auch erstmal zu Ende wäre, sodass dann der VW auch erstmal kurzfristig aus sämtlichen Angeboten der DDR verschwand. Den Unmut bei VW belegt auch dieses Dokument über den Anruf eines VW-Vorstandes in der DDR. Dass die DDR jetzt Geschäfte mit Japan mache, sei äußerst deprimierend. Laut dem Dokument sei der VW-Manager sehr verärgert. Die Verstimmung war jedoch nur von kurzer Dauer. 1982 übernimmt Karl Hahn das Steuer bei VW. Der gebürtige Chemnitzer will neuen Schwung in die Geschäftsbeziehungen zur DDR bringen. Mitte Oktober hat die Umschau den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von VW, heute 94 Jahre alt, in seinem Büro in Wolfsburg getroffen. Wir waren natürlich hier als Grenzgebiet so weit weg von der westlichen Welt am meisten interessiert, auch aus Brüderlichkeit, dass wir zusammenkommen, dass ein Wunder geschieht und nicht ein hässliches Wunder. Und dementsprechend hatten wir die größten Interessen, mit der DDR in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Bis 1990 liefert VW insgesamt etwa 30.000 Fahrzeuge in die DDR. Darunter auch gut 2.000 solcher VW-Transporter. Vertrieben wurden die Fahrzeuge vor allem gegen Valuta über den Geschenkdienst Genex. Zu einem regelrechten Bestseller entwickelte sich der Golf 2, der hier im Genex-Katalog von 1986 ab 21.368 D-Mark angeboten wird. Auch dieser Wagen ist über Genex in die DDR gekommen. Ein VW Passat, einer von nur 250, die es in der DDR gab. Mit einem Kaufpreis von rund 35.000 D-Mark, der teuerste Pkw im Genex-Programm. Unglaublich aber wahr, das ist tatsächlich ein Auto mit einer Erstzulassung aus der DDR. Ein Ehepaar aus Greifswald hat diesen VW Passat 1987 bekommen mit 115 PS, damals das stärkste, was es überhaupt im DDR-Straßenverkehr gab. Und wie mir der Erstbesitzer, von dem ich den Wagen bekommen habe, damals sagte, konnte man mit diesem Auto eigentlich um die Volkspolizeikreise fahren. Buchautor Björn Herrmann hat sogar noch das Original DDR-Nummernschild dieses Wagens. In der Nähe seines Wohnortes bei Bremen fährt er gelegentlich damit herum. Bei Volkswagen ist man damals natürlich interessiert daran, möglichst viele Autos in die DDR zu verkaufen. Der Konzern will aber auch in der DDR produzieren. 1984 werden die Pläne konkret. VW liefert eine gebrauchte Fertigungsanlage für Motoren in die DDR. In der Nähe der IFA-Hauptverwaltung im damaligen Karl-Marx-Stadt sollen VW-Vierzylindermotoren hergestellt werden, auch für den Trabant. Wir ahnten allerdings damals noch nicht, was für Probleme IFA hatte und schon gar nicht, was für Probleme die DDR hatte. Alle unsere Zeitprognosen flogen nur so über den Haufen. Die DDR war vielfach nicht mehr in der Lage, trotz ihrer großen industriellen Tradition, Teile zu produzieren für einen modernen Motor, ohne Know-how vom Ausland zu kaufen. Trotz dieser Schwierigkeiten startet noch 1988 die Serienproduktion von VW-Motoren. Ein Projekt, das entscheidend wird für die weitere Zukunft der Region. Denn schon im September 1990 wird in Mosel der Grundstein für ein neues Volkswagenwerk gelegt. Heute ist VW mit knapp 10.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Sachsen.